Kitty. Verehrte Damen und Herren Delegierte und Ersatzdelegierte aus den Landkreisen Freising, Pfaffenhofen an der Ilm und natürlich auch aus Neuburg-Schrobenhausen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich hier in meiner Heimat- und Geburtsstadt Freising und ich möchte stellvertretend für alle, die hier heute vor Ort sind, aber auch für alle Mitglieder, die drei Kreisvorsitzenden Florian Herrmann, Karl Straub und Matthias Enghuber begrüßen, aber auch die Leute, die mich eng begleitet haben die letzten Jahre aus dem Bezirk, der Simon Schindelmeier, der Fabian Flössler und auch die Martina Kessler sowie unsere stellvertretenden Landräte aus Freising, die Anita Meinelt und aus Neuburg-Schrobenhausen, der Klaus Angermeier. Alle Bürgermeister, alle Ortsvorsitzenden, all diejenigen, die in einer Parteienfamilie zusammenspielen, die die Arbeit machen, die uns hier immer wieder auch natürlich dazu animieren, dass wir unsere Pflichten erfüllen, dass wir uns informieren und dass wir den Weg zur Bürgerschaft finden und suchen. Es freut mich, dass Sie dieser Einladung trotz der aktuell schwierigen Umstände gefolgt sind und dass die Reihen hier wirklich gut besucht und auch geschlossen sind. Ich begrüße aber auch ganz herzlich die Vertreterinnen und Vertreter der Presse aus den drei Landkreisen. Auch darüber bin ich sehr froh, weil wir können natürlich uns gegenseitig alles erzählen. Aber es ist notwendig, dass wir unsere Botschaften natürlich auch nach außen tragen und die Menschen somit auch teilhaben. Von daher herzlich willkommen und herzlichen Dank. Für diejenigen, welche mich noch nicht kennen oder weniger kennen, möchte ich mich natürlich auch kurz vorstellen. Das gehört dazu. Und einen kurzen Einblick über mein privates, aber natürlich auch politisches Leben geben. Geboren und aufgewachsen bin ich hier in Freising als Sohn einer Kellnerin und eines Metzgers. Meine Kindheit und Jugend waren deshalb bereits früh mit Kontakten zu Menschen versehen und haben mich natürlich auch geprägt. Nach meiner schulischen Ausbildung mit Abschluss mit mittlerer Reife in der staatlichen Wirtschaftsschule hier in Freising habe ich eine Ausbildung gemacht als Bürokaufmann bei der Firma Tengelmann und Kaiser. Danach ging ich hier zum damaligen Entsorgungsbetrieb und Heizöl und alles, was dazugehörte, Franz Xaver Mühlbauer, befristet. Und dann kam ich zur AOK. Damals noch AOK Freising, den Prozess der Eingliederung zur AOK Bayern mitgemacht und dort war ich 20 Jahre im Außendienst tätig. Und hier habe ich mir auch ein Fundament an Wissen natürlich gesammelt in Bezug auf das Gesundheitssystem. Mein politischer Werdegang startete 1995 mit dem Eintritt in die CSU. Rudi Braun und Josef Hauner haben mich damals geworben. Und ich fand natürlich hier auch früh Gefallen an der kommunalen Ebene. Das kommunalpolitische Engagement ging dann weiter als Stadtrat 2002 gewählt bis 2014 als Abschluss als Fraktionsvorsitzender. Seit 2008 bin ich im Freisinger Kreistag vertreten und seit 2013 darf ich den Wahlkreis im Deutschen Bundestag vertreten. Habe 2017 eine Verlängerung von Ihnen und von den Wählerinnen und Wählern bekommen und um das bewerbe ich mich heute wieder. Hier bin ich seither ordentliches Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und ich sage aus ganzem Herzen, ich habe noch nie beruflich irgendetwas gemacht, das mich dermaßen ausfüllt und was ich so gern getan habe, wie Sie hier als Bundestagsabgeordneter zu vertreten. Die Politik für sich genommen war aber eigentlich nie das Ziel. Sie ist Mittel zum Zweck und der Zweck zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Der Kontakt mit Menschen und auch die Überzeugung, Menschen durch Politik zu helfen, das hat mich immer geleitet.
Das galt während meiner gesamten bisherigen beruflichen, aber auch politischen Laufbahn so und wurde durch die Pandemie noch stärker befeuert. Grundsätzlich bin ich der Überzeugung, dass wir bisher gut durch die Krise gekommen sind. Und natürlich offenbart dieser Stresstest aber auch die Verbesserungspotenziale. Gerade mit dem Blick auf die anstehende Bundestagswahl und die darauf folgende Legislatur gilt es nun, diese Potenziale zu erkennen und aus dem rückwärtsgewandten Mei, da hedert man und da deidert man und hätte, hätte, Fahrradkette, hier auszubrechen und das Heft des Handelns in die Zukunft zu lenken. Ich glaube, das ist das Wesentliche. Und ich möchte aber auch die bisherige Arbeit untermauern mit ein paar Zahlen. Ich möchte Sie da nicht überfordern, aber auf jeden Fall muss es heute schon auch mal gesagt werden, wenn man davon spricht, die Bundesregierung hätte alles vergeigt. Wenn ich sehe, dass wir im Landkreis Pfaffenhofen über 7 Millionen Euro Gelder, die zur Auszahlung angewiesen wurden, 560 Unternehmen und Selbstständige haben Anträge gestellt, 90% der Anträge sind bereits bearbeitet. Überbrückungshilfe 2, 1,9 Millionen, an 129 Betriebe ausbezahlt. Im Gastgewerbe 418.000, im verarbeitenden Gewerbe 307.000 Euro. Novemberhilfen, 379 bewilligte Anträge für Unternehmen und Soloselbstständige. Gesamtförderung 5 Millionen Euro. Gastgewerbe nochmal, 3,7 Millionen. Und Betriebe aus dem Bereich Kunst, Unterhaltung, Erholung und Kultur 515.000 Euro. Ich glaube, eine Bilanz, die sich sehen lassen kann. Und auch für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Bislang 6 Millionen Auszahlung, Überbrückungshilfe 2 und Novemberhilfe, bereits bezahlt und angewiesen. 480 Unternehmen und Soloselbstständige haben Anträge gestellt, 90% sind bearbeitet, Überbrückungshilfe 2, 1,76 Millionen Euro, an 106 betroffene Betriebe ausbezahlt, verarbeitendes Gewerbe 480.000, Gastgewerbe 310.000, Novemberhilfe 328 bewilligte Anträge an Unternehmen und Soloselbstständige, Gesamtförderung 4,2 Millionen Euro, Gastgewerbe zusätzlich 2,9 Millionen, Betriebe aus dem Bereich wirtschaftliche Dienstleistung, Reisebüros, Event- und Messeveranstalter, die hier sehr stark sind, 450.000 Euro. Das sind Gelder, die fallen nicht vom Himmel, sondern die muss man sich erwirtschaften, die muss man sich erarbeiten, ersparen. Und hier braucht es auch, auch wenn es natürlich nicht immer gut ankommt, einen Haushalt, der das auch belastbar hergibt. In Freising mehr als 15 Millionen Euro, Novemberhilfe und Überbrückungshilfe, Anträge von mehr als 1000 Unternehmen und Soloselbstständigen und 90% sind auch hier ausbezahlt. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, mir ist es auch klar, dass man niemals für das Vergangene gewählt wird. Man wird für die Zukunft gewählt. Man wird für das gewählt, was man umsetzen will. Man wird für seine Vorschläge gewählt. Und das ist es auch, was wir an die Menschen bringen müssen. Deshalb möchte ich weiterhin konkret werden und habe einige Themen ausgewählt, die ich als Abgeordneter zukünftig stärker einbringen und auch mitgestalten will. Natürlich mein Leib- und Magenthema Gesundheit und Pflege. Und gerade in der Pandemie sehen wir, wie wichtig das ist. Das ist eines der Zukunftsthemen, die auf Augenhöhe diskutiert werden müssen mit Klimaschutz, mit Wirtschaft und Finanzen. Gesundheit und Pflege sind eines der Hauptthemen für die nächsten Jahre. Dazu gehört natürlich auch der Corona-Schutz und natürlich, dass wir das Thema Corona in unsere Gesellschaft integrieren. Landwirtschaft und Umweltschutz, Klima- und Verbraucherschutz, das alles sind Themen, die wir gemeinsam beackern müssen und nicht spalten, sondern zusammenführen müssen. Stabilität und Mobilität. Und ich weiß genau, dass es hier oft Diskussionen gibt, wenn es um Ausbauarbeiten geht, an Autobahnen, an Straßen, an Schiene, an Wasserstraßen. All diese Dinge werden sehr, sehr emotional diskutiert. Aber das ist wesentlich für unsere Wirtschaft und natürlich auch für den Wohlstand in diesem Land. Und dann Europa.
Europapolitik ist in meinen Augen Friedenspolitik. Europa kann der Schlüssel zum Erfolg sein. Und deshalb möchte ich kurz auf diese Punkte auch eingehen. Der erste Punkt: Gesundheit und Pflege. Die Corona-Pandemie führt uns zwei Sachen ganz deutlich vor Augen. Einerseits, dass das deutsche Gesundheitssystem stark ist, stabil ist und auch in einer der schwersten Krisen handlungsfähig ist und dass wir das meistern können. Andererseits, wie vorher schon angesprochen, fördert sie schonungslos die bestehenden Mängel zutage. Diese Impulse gilt es aber nun zu nutzen und an den entsprechenden Stellen nachzubessern. Gerade die Pflegereform wird entscheidende Weichen stellen. Meiner Einschätzung nach eine Mammutaufgabe. Aber diese Pflegereform kann nur gelingen, wenn wir auch weiterhin an den Grundstrukturen der sozialen und an Arbeit und Lohn gekoppelten Pflegeversicherung festhalten. Darüber hinaus muss die Politik in Zusammenarbeit mit den Trägern und den Beschäftigten für bessere Arbeitsbedingungen innerhalb der Profession Pflege sorgen. Dazu gehört auch, und das nur als eines von vielen Beispielen, dass wir Anreize schaffen. Anreize für diejenigen, die die Arbeit machen. Daher bin ich ein Befürworter einer Überstundenregelung, die steuerfinanziert ist, die querfinanziert wird und die vorsieht, dass man Überstunden nach monatlichem Rhythmus ausbezahlt, ohne sie mit Beiträgen oder Steuern zu belasten. Brutto gleich netto. In Österreich wird uns das vorgelebt und derjenige, der mehr leisten kann oder der zusätzlich was dazu verdienen will, darf nicht gehindert werden. Das ist mir sehr, sehr wichtig und in diesem Zusammenhang ist dabei auch ein weiterer Punkt zu nennen, nämlich die Bezahlung nach Tarif. Diesen Punkt sehe ich als enorm wichtig und essentiell an. Um die Vergütung auf ein ordentliches Niveau zu bringen, dort stabil zu halten und damit den Pflegeberuf langfristig attraktiver zu gestalten. Es ist zwar schön, wenn von den Balkonen geklatscht wird, aber vom Klatschen der Balkons runter werden weder Mieten bezahlt noch Lebenskosten damit bestritten. Die Menschen brauchen mehr Geld in ihrer Tasche. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, denkbar wäre natürlich auch ein bundeseinheitlicher Manteltarifvertrag mit regionaler Komponente nach den Bundesländern, welcher sich unter anderem an dem länderbezogenen Lebenshaltungskostenindex orientiert. Zweiter Punkt, Corona. Corona-Schutz in die Gesellschaft integrieren. Das Coronavirus wird nicht verschwinden. Und wir werden lernen müssen, damit zu leben. Dazu gehört natürlich auch, dass wir Menschen dauerhaft und weiterhin schützen und dass Betroffene eine entsprechende Versorgung bekommen, die passgenau ist. Daher ist es nicht nur für mich hier als Gesundheitspolitiker wichtig, sondern auch als jemanden, der nicht nur betroffen ist, sondern der viele Betroffene auch kennt. Und wir werden deshalb aktiv werden. Wir werden einen Verein gründen und dieser Verein wird zur Selbsthilfe, aber auch zur Gestaltung und somit auch für die ganzen Strukturen, die wir brauchen, gegründet werden. Am 21. Mai ist diese Gründungsversammlung. Dieser Verein nennt sich Elias e.V., Verein für durch Covid-19 Erkrankte und Langzeitgeschädigte sowie deren Angehörige zur Information, Aufklärung und Selbsthilfe. So wird er sich nennen. Und ich möchte hier einen Impuls geben, einen Impuls, der natürlich in der Region greift, aber auch einen Impuls, der in Bayern, aber auch national Spuren hinterlässt. Und es ist notwendig, dass man sich hier einen Beirat mit ins Boot holt, aus Leuten, die auch international aufgestellt sind. Und deshalb bin ich froh, dass wir hier schon fündig geworden sind. Zum Beispiel mit Professor Herrmann, ehemaliger TU-Präsident, der natürlich die strategische Ausrichtung und den Bereich der Innovation kennt, der in der Forschung verankert ist, auch im asiatischen Bereich. Dr. Otto Wieshoy, also ehemaliger Wirtschaftsminister, der den Kontakt zu der Pharmaindustrie natürlich auch kennt und hat. Natürlich auch Leute wie Thomas Bauer,
der selbst international tätig ist und seine Unternehmen sehr breit aufgestellt hat. Wir müssen uns die Frage natürlich auch stellen, was passiert denn mit denjenigen, die Corona erkrankt waren, als gesund wieder entlassen wurden und im Endeffekt bloß 40, 50 oder 60% ihrer Leistungsfähigkeit haben. Wie reagiert hier die Wirtschaft? Werden diese Leute dann in die Arbeitslosigkeit geschickt? Welche Biografie, welche Perspektive wird hier geprägt? Das sind Themen, die müssen wir angehen. Und ich bin auch froh, dass im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin die Familie HIP sich engagieren wird. Wir werden hier Dinge mitentwickeln, die wegweisend sind. Und wir haben uns gute Partner dazugeholt, unter anderem auch, weil ich bin davon überzeugt, dass wir in der Rehabilitation für Erwachsene, aber auch für Jugendliche und für Kinder sehr, sehr vorsichtig und umsichtig umgehen müssen. Und deshalb wird Professor Zwick aus Bad Füssing, einer der größten Anbieter von Rehabilitationen, mit seiner Mannschaft eingebunden, dass wir hier eine Rehabilitation, die dem gerecht wird, was die Patienten haben, werden wir die im Deutschen Bundestag einbringen. Ich schreibe bereits einen Gesetzestext dazu, dass das auch gelingt. Und wir werden auch diese Querverbindung zur ME/CFS, das Fatigue-Syndrom, wo bereits jetzt schon zwischen 300.000 und 400.000 Menschen betroffen sind, die nach einer Infektionserkrankung nicht mehr ins Leben zurückfinden. Und ich möchte es ausdrücklich hier unterstreichen, dass diese Leute keine psychischen Probleme haben, dass diese Leute auch nicht mobilisiert werden müssen, weil sie faul wären, sondern sie können nicht. Und ich habe mich wirklich informiert über ein Jahr lang, als dieser Wunsch an mich herangetragen worden ist. Und es ist so, dass wir in Europa, und ich danke Manfred Weber dafür, diese Anerkennung dieser Erkrankung auch bekommen haben. Ganz Europa hat dieses Krankheitsbild anerkannt. Und jetzt ist es Aufgabe von uns, auch in Deutschland Strukturen zu schaffen. Jetzt gilt es natürlich auch, hier tätig zu werden. Und jetzt gilt es natürlich auch, diese Querverbindung zwischen Long-Covid und ME/CFS in eine Richtung zu gießen, weil wir wissen, und die Charité ist hier auch mit dem Boot mit Frau Professor Scheibenbogen, die sagt, 2% aller Erkrankten werden diese Spätfolgen haben. Und bei den Kindern und Jugendlichen schaut es noch krasser aus. Hier ist die TU München dran mit Professor Behrens, dass wir zwischen 5 und 7% haben, die diese Langzeitfolgen erleben müssen. Momentan gibt es keinen Ansatz auf Heilung. Das ist doch die große Aufgabe, dass wir Menschen in diesem Land nicht perspektivlos zurücklassen. Dafür werde ich mich einsetzen. Und ich danke allen, die hier bereits zugesagt haben, mitzuarbeiten. Der dritte Punkt, Landwirtschaft und Umweltschutz. Meine sehr geehrten Damen und Herren, so geht es nicht weiter, dass wir hier zuschauen, wie sich bäuerliche Landwirtschaft im Endeffekt mit den ganzen Bereichen der Umweltaktivisten hier ein Duell liefert. Ich bin ein Freund von Fridays for Future. Ich bin deshalb ein Freund, weil ich gute Erfahrungen gemacht habe. Weil ich viele junge Leute erlebt habe, die nicht nur freitags auf die Straßen gegangen sind, sich dazu positioniert haben und wenn wir auf Bordestock 2 aufgerissen haben, sondern weil sie auch da waren, wie es letztes Jahr um Spargelstechen ging, weil sie da waren zum Hopferodran, weil sie Taten folgen ließen. Weil das eine ist Gequatsche und das andere ist die Tat. Und die Wahrheit liegt in der Tat. Wir haben eine Premiumregion. Unser Wahlkreis ist gesegnet davon, von einer bedeutenden Spargelregion Schrobenhausen und auch von einer bedeutenden Kartoffelregion Schrobenhausen. Und wir müssen auch versuchen, in der Landwirtschaft das Thema sanfter Tourismus zusammenzubringen. Ich weiß aber auch, dass in Pfaffenhofen und im Freising, in der Holledau also, die Hopfenregion eine wesentliche Rolle spielt. Hier gilt es auch, diese Standorte in Wolnzach und mit Hüll, wo wir in Forschung und Wissenschaft immer wieder investieren,
das zu stärken, das zu untermauern. Das ist das Silicon Valley des Hopfens, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und viele, viele nehmen das leider als selbstverständlich, wobei es eine große Errungenschaft ist. Auch der Standort im Freising mit Weihenstephan, wo wir Wissenschaft und Forschung im Bereich der LFL, sprich der landwirtschaftlichen Fakultät, aber auch in der Ökotrophologie und in der Getränkewissenschaft fördern. Auch hier sind wir gut aufgestellt. Das aber in den Dialog zu bringen, dass Landwirtschaft und Umweltschutz kein Gegensatz ist, sondern das zu vereinen, das zu versöhnen, dass wir miteinander hier das Ziel haben, Verbesserungen zu schaffen, das ist wichtig, das ist notwendig. Hier bedarf es der Moderation, aber hier bedarf es auch der ideologiefreien Herangehensweise. Und auch in der Energiegewinnung ist Umweltschutz ein Thema. Wir haben in Vohburg ein Kraftwerk und wir haben in Zollingangelberg ein Kraftwerk. Hier gilt es, Strukturen zu schaffen, die modern, zukunftsgerichtet, ökologisch und ökonomisch so umsetzbar sind, dass wir weder Arbeitsplätze vernichten noch Firmen belasten, sondern dass wir zukunftsgewandte Energiepolitik machen. Der Bereich Klima und Verbraucherschutz. Die Corona-Krise zeigt uns, dass die Pandemie nur dann erfolgreich bewältigt werden kann, wenn dies weltweit gelingt. In dieser Hinsicht weisen die Corona-Krise und die Klimakrise für mich zumindest Parallelen auf. Und die Notwendigkeit zur internationalen Zusammenarbeit wird in eindringlicher Art und Weise deutlich, auch was Entwicklungshilfe betrifft. Die Menschheit steht vor einem Wendepunkt. Unser Lebensstil treibt Emissionen auf Rekordwerte. Der Klimawandel schreitet voran. Hunger und Armut in der Welt nehmen zu. Wir müssen Antworten auf die Überlebensfragen der Menschheit finden. Wenn wir diesen Planeten in einer Weise erhalten wollen, dass auch unsere Kinder, Enkel und Urenkel eine lebenswerte Zukunft haben. Hier hilft aber nicht Ideologie, sondern kluges, ganzheitliches und internationales Handeln. Davon bin ich überzeugt. Fünfter Punkt, Stabilität und Mobilität. Ich habe es erwähnt. Der Ausbau und die Sanierung unseres Straßennetzes, unserer Schiene, all diese Dinge hat natürlich auch einen Ursprung, dass wir in der Region und in diesem Wahlkreis betroffen sind von der Automobilindustrie. Ich finde es schändlich, wie wir aktuell das Thema diskutieren. Und ich werde es auch nicht zulassen, dass diejenigen, die weder Ahnung noch Perspektive für diesen Bereich der Automobilindustrie haben, sondern die nur etwas nachplappern in Richtung Elektromobilität, nicht aber sagen, wie sie das schaffen wollen, dass diejenigen die Oberhand bekommen. Tausende von Arbeitsplätzen, somit auch Wohlstand in der Region, aber auch für die Zulieferindustrie, stehen hier auf dem Spiel. Und das ist wesentlich, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir brauchen hier einen Mix aus Wasserstoff, Elektromobilität, aber auch aus Verbrennungsmotoren. Und ich weiß natürlich, dass sich das Ganze oft, wenn man solche Erfolge erzielt und erringt, dass sich das einfach einmal, ich darf das so lapidar sagen, nicht sexy anhört. Das weiß ich. Aber von meinen 50 Städten, Märkten und Gemeinden sind über 38 mit dem Ausbau von Straßennetzen, natürlich auch Ersatzbauten bei Brücken, dann Verkehrsbeeinflussungsanlagen, wunderbares Wort, oder natürlich auch mit dem digitalen Ausbau, Elektromobilität, Ladeinfrastruktur und auch mit dem Breitbandausbau betroffen. Und auch wenn ich bundespolitisch unterwegs bin, ist es klar, dass der enge Schulterschluss mit den Ländern notwendig ist. Aber nicht nur mit den Ländern, sondern auch mit den Kommunen. Und so wie ich im Bereich der Landwirtschaft natürlich geschaut habe, dass dieses Fraunhofer Zentrum für biogene Wertschöpfung
genannt Smart Farming, mit 20 Millionen hier am Standort Freising unterstützt wird und realisiert wird. Ist es mir natürlich auch wichtig in der Städtebauförderung. Ich möchte hier nur ein paar Beispiele nennen. Turnhalle in Rohrbach zum Beispiel mit 1,35 Millionen. Die Sanierung des Prielhofs in Scheiern mit 350.000. Die Sanierung der Wallfahrtskirche, unsere liebe Frau in Gachenbach, mit 360.000. Und natürlich auch, und hier sind wir jetzt wieder bei der Straße, die Nordostumfahrung von Freising. Man nimmt das einfach so hin und in Corona-Zeiten gibt es auch keine Eröffnung. Aber ich kann Ihnen schon versichern, dass man nachhaltig dort bleiben muss, dass man hier 42 Millionen Euro generiert, dass man die dann auch verbauen kann in der Region. Und dass man hier Entwicklungen für Innenstädte, zum Beispiel Freising 1,2, Pfaffenhofen 214.000, Neufahren 840.000 Euro, all das nimmt man so selbstverständlich hin. Aber das ist auch der Erfolg von nachhaltiger und vielleicht auch, ist man ab und zu lästig. Gell? Die, die mit mir schon öfter zu tun hatten, wissen, dass ich das auch kann, immer wieder zu bohren, immer wieder dran zu bleiben. Und ich höre dann immer auch von Kandidaten schon, ja, man muss mehr in die Kommunen investieren. Also ich möchte hier nur mal ein paar Zahlen sprechen lassen. Und wir brauchen hier kein Regular von irgendwelchen Parteien, die noch nie im Deutschen Bundestag waren und hoffentlich auch nie reinkommen. Die uns heute erklären, ja, wir müssten da viel mehr heute noch in die Kommunen auch vom Bund. Kann ich nur sagen, Landkreis Freising 17 Millionen, Landkreis Pfaffenhofen 16 Millionen, Landkreis Schrobenhausen 16 Millionen. Das sind die Erfolge. Und diese Erfolge kommen bei den Kommunen an. Ich will hier keine Heiligsprechung betreiben, um Gottes Willen. Aber auf jeden Fall scheut man sich nicht, in diese Richtung aktiv zu sein. Und ich scheue mich auch nicht, und das habe ich gemacht, beim Bundesverkehrswegeplan, der jetzt gerade in der Umsetzung ist, aktiv zu werden. Und 842 Millionen Euro für einen Wahlkreis zu akquirieren, die zweithöchste Summe nach der Landeshauptstadt München, ist ein klares Zeichen und das kommt auch in der Region an. Und nicht zu vergessen, dass wir natürlich auch Unternehmen haben, die Unterstützung und Hilfe brauchen. Für Hilfe und Unterstützung zu Corona-Zeiten braucht sich niemand schämen. Ich habe das nie öffentlich getan. Ich habe diese Gespräche immer in einem vertrauensvollen Verhältnis geführt. Und ich möchte Ihnen aber heute einfach auch sagen, dass wir diesen Betrieben helfen konnten. Und dass die Kreditanstalt für Wiederaufbau, ich war bei vielen Gesprächen dabei, nicht bei allen, dass wir hier für Betriebe im Landkreis Freising 158 Millionen, im Landkreis Pfaffenhofen 141 Millionen und in Schrobenhausen für 156 Millionen hier tätig waren und das auf den Weg gebracht haben. Und nur weil man darüber nicht spricht oder weil man einen gewissen Vertrauens- und Verhaltenskodex einhält, glaube ich schon, dass es an einem heutigen Tag auch mal erwähnt werden darf. Liebe Freunde, der letzte Punkt, aber ein wesentlicher. Europapolitik ist Friedenspolitik. An einem 8. Mai hier bei der Nominierung zu stehen, im Gedanken daran, dass vor 76 Jahren Deutschland von dem Naziregime befreit worden ist. Es ist ein nachdenklicher Tag. Ein Tag aber auch, der zur Freude dient. Weil hier für Deutschland die Stunde Null geschlagen hatte. Und deshalb ist es mir wichtig, gerade wenn ich in den Osten der Republik schaue, wird man teilweise schon sehr nachdenklich. Und deshalb ist es wichtig, dass wir dieses Gedenken an diese Zeit aufrechterhalten, weil Gedenken ist die Prävention für die Zukunft,
dass so etwas nicht mehr geschieht. Und Europa ist hier der Schlüssel dazu. Davon bin ich absolut überzeugt. Und deshalb muss es uns gelingen, nicht Europa in eine Richtung zu ziehen, wenn es allen gut geht, und dann zu diskutieren, wer irgendwelche landwirtschaftlichen Subventionen oder Zuschüsse oder sonst im Konflikt mit den osteuropäischen Ländern, die sich hier auftun. Nein, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Wert von Europa wird in der Krise deutlich. Und hier geht es um mehr als um Geld. Hier geht es um Identität, hier geht es um Frieden in Rechtsstaatlichkeit. Und deshalb werbe ich für Europa. Das ist es, das mich treibt. Und wir sind hier gut aufgestellt, weil Europa mitten in unserem Wahlkreis ist. Wenn ich sehe, dass wir das Europäische Spargelzentrum in Schrobenhausen haben, das Europäische Hopfenmuseum in Wolzach, und wenn ich sehe, dass hier zig Nationen in Weinstephan studieren, dann sehe ich doch, dass wir ein Wahlkreis sind, wo Europa nicht nur irgendeine Vorgabe oder irgendetwas Abstraktes ist. Europa ist mitten unter uns, und das müssen wir leben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich komme zum Schluss, weil ich glaube, dass es auch notwendig ist, dass wir in einer Zeit der Unsicherheit, dass wir hier sagen, für was wir als CSU stehen. Es ist notwendig, dass wir uns nicht auf Hochglanzbroschüren, auf Talkshow-Tralala und sonstige hippen und crazy Aktionen verlassen, sondern ich glaube, dass es notwendig ist, dass man auf Erfahrung setzt, auf Beständigkeit, und aber auch auf Entschlossenheit. Und ich glaube, dass wir all diese Dinge in der CSU vereinen. Und wir haben sicher intern unsere Schwierigkeiten. Völlig klar, was die Ausrichtung betrifft. Und mir ist auch klar, dass man sich nicht so präsentieren kann wie noch vor 40 Jahren. Aber ich glaube, dass wir auch ausstrahlen müssen, dass wir auch Zukunft können. Dass wir nicht nur Verwalter sind. Und da können wir jetzt natürlich diskutieren und sagen, ja, jetzt habt ihr aber einen Kanzlerkandidaten genommen, 60 Jahre, vielleicht nicht unbedingt ein, ja, medienbeschlagener Mensch, aber jemand, der was erreicht hat. Eine Spitzenkraft, der CDU. Ich hätte auch lieber Markus Söder gehabt, vollkommen klar. Aber ich glaube auch, dass wir jetzt in die Spur kommen müssen. Weil der politische Gegner ist nicht Armin Laschet und die CDU, sondern der politische Gegner ist grün, ist rot, rot. Und ein Dauergegner wird auch blau werden. Und es ist ja schön, wenn man sich bei Markus Lanz rumtreibt, gut gekleidet, schöne Turnschuhe, wunderbar den Pullover rumgehängt, lächelnd, alles schön, mit einem Lächeln wie ein Geißlein. Aber ich sage Ihnen nur eins, diese Leute sind weder Geißlein noch Geiß, sondern sie sind der Wolf, und die wollen die Demokratie in unserem Land schwächen. Und das dürfen und werden wir nicht zulassen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und mit diesen Gedanken im Hinterkopf gilt es zusammenzuhalten. Und wir haben ein klares Ziel. Wir wollen diese Bundestagswahl gewinnen. Wir werden uns anstrengen müssen. Wir werden aus dieser Lethargie, die wir haben, und auch aus dieser Enttäuschtheit, weil viele Dinge natürlich auch nicht erklärbar waren. Ja, wir haben auch Fehler gemacht. Aber ich bin nicht bereit, dass wir uns im Bundestagswahlkampf nur über die Fehler unterhalten, weil wir in Regierungsverantwortung waren. Nein, wir dürfen hier nicht zur Selbstverbrennung neigen, sondern wir müssen anpacken. Wir müssen zusammenstehen und wir müssen diese Kompetenzen bündeln und wir müssen sie unter die Leute bringen. Und ich werde euch brauchen, wie ich euch noch nie in meinem politischen Leben gebraucht habe. Ich brauche jeden einzelnen Ortsverband.
Jede einzelne Frauenunion, Jungeunion, AGL, GPA, Seniorenunion, Schülerunion, wie sie alle heißen. Und ich habe eine Bitte an euch. Jede der hier erwähnten Institutionen bitte ich um eine Veranstaltung. Und die möglichst bald. Ich weiß, die Aufgabe ist groß, weil uns die Situation zu verschiedenen Maßnahmen zwingt. Eine einzige Veranstaltung. Ein Werkstattgespräch zum Beispiel. Weil ich scheue mich nicht, in die Betriebe zu gehen. Wenn ich hier schon wieder höre, dass es heißt, ja, Betriebsbesuche. Es ist halt schwierig, Betriebsbesuche abzuhalten, weil Politik und Wirtschaft Dinge halt da zu transportieren oder zu vermitteln. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nein. Vollkommen falsch. Es ist eine der Hauptaufgaben, dass sich Politik mit Wirtschaft auseinandersetzt. Dass Politik in die Betriebe geht. Dass wir uns Neuheiten erklären lassen und dass wir sie dann auch zu Entscheidern bringen. Das, was schändlich ist, wenn man die Hand aufhebt und die eigene Tasche wirtschaftet, das ist schändlich, aber nicht der Besuch in einem Betrieb, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wenn solche Regelungen kommen, dass wir hier nicht mehr als Moderator und Transporteur tätig sein dürfen, dann werde ich das auch nicht mehr machen, weil ich nicht bereit bin, nur für schöne Bilder in Facebook und Instagram und wie sie alle heißen, hier Aktionen zu starten, nett in die Kamera zu lächeln, ohne Substanz. Nein, das ist nicht meine Vorstellung von Politik. Aber dafür werden wir uns einsetzen, dass das so in diesem Ehrenkodex auch nicht kommt. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Abschluss, wir haben Aufgaben. Allein wenn ich an manchen denke, diese PFC-Katastrophe, wo wir hier in eine Richtung gehen müssen, dass wir hier renaturieren, dass wir es stoppen. Das ist eine Herausforderung. Eine Herausforderung, die ganz, ganz lange gehen wird. Und ich bin hier meinem Pfaffenhofen und Freunden dankbar, dass ich hier Unterstützung bekomme. Weil es reicht nämlich nicht, wenn der Parteivorsitzende der SPD hier ein bisschen nach Manching kommt, schlaue Reden schwingt und irgendwie die Leute durcheinander bringt und dann einfach seit einem Jahr sich nicht mehr hören lässt. Nein, so funktioniert Politik nicht. Nachhaltigkeit gibt es nicht nur in der Energie und im Klimaschutz. Nachhaltigkeit gibt es in allen Politikfeldern, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dann gilt es jetzt auch zu verwandeln. Über 30 Jahre wurde der Lärmschutz in Schweitenkirchen beraten. Gerichte haben entschieden, alles was dazugehört. Und ich sehe hier den Albert Vogler oben, ein Mitstreiter, genauso wie Karl Straub, die an unserer Seite, wir haben uns zusammengeschlossen und haben gesagt, das kriegen wir hin, wir suchen Lösungen und wir werden diese Lösung, Lärmschutz für Schweitenkirchen, heuer verwandeln, meine sehr geehrten Damen und Herren. Danke nochmal an euch für die Unterstützung. Und Schrobenhausen. Ich weiß, Schrobenhausen macht momentan keine einfache Situation durch. Aber ich danke und ich gratuliere dem Kollegen aus dem Landtag, Matthias Enghuber, dass er es geschafft hat, natürlich mit Hilfe auch anderer, und mit einem Ministerpräsidenten, der 200 Millionen in diese Thematik Donaumoos steckt. Und hier ist es doch unsere Aufgabe, dieses Geld ordentlich anzulegen, das Thema Donaumoos natürlich auch in den Alltag der Menschen zu bringen und somit auch mit der Landwirtschaft zusammen. Und ich danke dir da, Matthias, dass du hier dich einsetzt, dass du dahinter bist und dass du auch dran bleibst an solchen Themen. Das ist doch nachhaltige Politik, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich muss es auch noch mal sagen, weil ich den Andi Vogel gerade sitzen sehe. Wir haben ja da schon einen wunderbaren Leserbrief bekommen. Jetzt Ankündigungspolitik vor der Wahl mit dem Thema Schiene und Verkehr. Nein, nicht Ankündigungspolitik. Wir möchten hier der Motor sein, dass sich der Stadtrat in Schrobenhausen mit dem Thema befasst,
dass Sie hier die Entscheidungen treffen, wie Sie es haben wollen, weil es gibt ein Zeitfenster, wo die Tür aufsteht, wo die Gelder vorhanden sind, dass man hier auf dem Bereich der Schiene etwas entwickeln kann. Und das ist unsere Aufgabe, weil wir ins Gelingen verliebt sind und nicht, weil wir irgendwelches Tralala machen nach parteipolitischen Kriterien. Und der Landkreis Freising. Sie wissen, wir haben hier jahrzehntelangen Widerstandskampf gegen die dritte Startbahn hinter uns. Und wir sind froh, dass das eingetreten ist, was wir uns immer erhofft haben. Und wir haben uns immer positioniert, Florian Herrmann genauso wie ich, dass wir gesagt haben, wir sind keine Flughafengegner, aber wir sind gegen eine dritte Start- und Landebahn. Jetzt ist das eingetreten. Darüber sind wir froh. Aber wir müssen nun auch einen Investitionsstau in Krisenzeiten lösen, wo wir auch diese Dinge, die in den Widerstandsjahren liegen geblieben sind, wo wir vielleicht auch Investoren vertrieben haben, dass wir diese wieder mit ins Boot zurückholen. Das ist eine Sisyphusarbeit. Und das ist wichtig und das ist notwendig. Und deshalb brauchen wir hier auch für den Landkreis Freising Lösungen im Bereich des Wohnungsbaus und der Wohnungsnot. Das wird ein Thema sein, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das sind Themen, die man nicht mit einem Beschluss von heute auf morgen löst, sondern wo man eine Konzeption braucht. Ich hoffe, dass wir das sowohl im Landkreis wie auch in der Stadt Freising hinbekommen. Von Seiten des Bundes und natürlich auch des Landes sind wir dazu bereit. Ein Dank an alle Ebenen, die mich in den 8 Jahren unterstützt haben. Ein Dank aber auch an meine Familie, die mich oft auch wieder zurückholt. Gell? Wenn man hier nur mit Millionen und was der Teufel alles zu tun hat, da wird man dann schon wieder zurückgeholt, wenn eine Tochter, die dann strahlt wie ein Atomkraftwerk, ich bitte das nicht zu schreiben, gell? Einen Anstalt, weil sie ihre Führerscheinprüfung geschafft hat. Jetzt steht noch die Praxis auf. Ich wünsche dir da viel Erfolg. Oder wenn mein Sohn, der jetzt dann gleich weiter muss, weil er beim Brandner Kasper Theater mitspielt und heute die Filmaufnahmen sind, dann wird das alles, was Familienpolitik, und Politik ist mit Sicherheit einer der familienfeindlichsten Berufe, die es gibt, dann wird man hier schnell wieder zurückgeholt und dann werden auch die Alltagsdinge wieder einem näher gebracht. Da bin ich euch dankbar. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr erfolgreich seid. Auch gestern das Übertrittszeugnis ist gut, freut mich. Aber ich sage auch Danke meiner Frau, die oft auch als Prellbock herhalten muss. Für Dinge, die mir auf den Magen schlagen, für Dinge, die mich ärgern, und wo ich mich dann daheim auch richtig rauslasse. Danke dafür. Danke aber auch an meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sowohl im Wahlkreis wie auch in Berlin. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass wir oftmals temporär gut aufgestellt waren, dass wir auch mal Schwierigkeiten gehabt haben. Aber ich glaube, dass wir aktuell so gut aufgestellt sind, wie wir noch nie waren. Und von daher ein herzliches Vergelt's Gott an euch. Könnt euch verlassen, dass wir einen engagierten Wahlkampf durchführen werden. Ihr wisst aber auch, dass ein Wahlkampf Geld kostet. Und ich werde hier von meiner Linie auch nicht abweichen, dass ich nicht auf Teufel komm raus von jedem irgendwie auch was annehme. Ich glaube, es muss, und das zeigt uns auch, in den letzten Wochen und Monaten, dass es auch hier eine gewisse Vorgehensweise des Anstands braucht. Und deshalb werde ich auch hier die Kreisverbände brauchen. Wir werden es nicht wie die letzten beiden Male alles so hinbekommen, dass wir sagen, ah ja, läuft schon, kriegen wir schon. Auch hier werden wir Gespräche führen müssen. Und ich hoffe, dass ich auf eure Unterstützung und auf die Unterstützung der Mitglieder bauen kann. Jetzt aber bitte ich euch um ein Votum. Unterstützt mich in meiner dritten Kandidatur für den Deutschen Bundestag. Darum bitte ich euch.
gebt mir hier ein Ergebnis mit, das Rückenwind für diesen Wahlkampf ist. Ich danke euch dafür, für das, was ihr mich begleitet habt. Und ich bitte euch darum, mich weiterhin zu unterstützen und zu begleiten. Bleibt gesund. In diesem Sinne herzlichen Dank und Gottes reichen Segen. Dankeschön.